Hallo, herzlich willkommen bei Stefan probiert's. Heute mit einer Jubiläumssendung, denn das ist Folge 250. Also erstmal ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr so fleißig einschaltet, dass ihr liked, dass ihr Kommentare gebt und natürlich an alle meine Abonnenten da draußen. Vielen, vielen Dank, dass ihr so treu seid. Heute für die Jubiläumssendung, tja, da habe ich mir was Besonderes einfallen lassen. Und zwar, heute gibt's Stuttgarter Luft. Original Stuttgarter Luft. Vielen Dank, Wolfgang, dass du mir das hast zukommen lassen. Jetzt, glaube ich, ist der geeignete Zeitpunkt, das zu testen. Es ist hier, da ist Original Stuttgarter Luft drin. Und ich lese ein bisschen vor, was es damit auf sich hat. Hier, nur echt mit Feinstaub. Und dann stand hier, glaube ich, auch irgendwo da. Von Hand abgefüllt. Warnhinweis, Achtung, Achtung, kann Lust auf Kehrwoche auslösen. Oha, ja, dann wollen wir mal sehen. Was steht hier noch drauf? Das hatten wir schon. Stuttgarter Luft. Anwendung. Hier, jetzt. So geht's. Öffnen Sie die Dose und halten Sie sie zügig unter Ihre Nase. Schließen Sie die Augen und atmen Sie tief ein. Eine Gefühlswelle aus schwäbischer Sparsamkeit, Ordnung und Fleiß überkommt Sie nach nur wenigen Sekunden. Aroma: würzig nach Motoröl und Diesel, fruchtig nach Trollinger, herb nach Malz, prickelnd nach Mineralwasser, mit einer Prise Baustaub und einem Hauch von Waldluft. Interessant, ja, also alles, was Stuttgart ausmacht, dann in einer Dose. Jetzt ist es natürlich so, Luft ist ja sehr flüchtig und deswegen habe ich mir nämlich was Besonderes ausgedacht, deswegen bin ich auch hier im Auto. Ich habe folgende Vorkehrungen getroffen. Zum einen, ihr seht schon, bin ich hier besonders angezogen, damit hier keine Ausdünstung meinerseits das Aroma dann hier behindern, den Dufttest, also hier wirklich, das schließt hier eigentlich fast luftdicht ab hier. Dann habe ich die Fenster des Autos komplett abgedichtet, also wirklich hier nochmal dreifach Silikon und Klebeband und alles abgedichtet, da kann also kein Luftaustausch mehr stattfinden. Dafür habe ich die Klimaanlage umgekehrt programmiert, sodass quasi jetzt bei mir hier Reinraumbedingungen herrschen und damit auch wirklich nichts mehr den Geruch stört. Und damit steigen wir jetzt ein in den Test hier. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mal in Stuttgart gelebt, ein paar viele Jährchen. Von daher bin ich gespannt, ob das hier Erinnerungen wachruft, was es da alles so zu riechen gibt. Seid ihr bereit? Stuttgarter Luft, Achtung! 1, 2 und 3. Ich glaube, das war der Feinstaub. Dafür ist ja Stuttgart bekannt. Ja, das ist Kesselluft, so wie ich sie kenne. Ich glaube, ein bisschen, das wurde abgefüllt, nachdem ich nicht mehr in Stuttgart war. Es ist nicht ganz der Jahrgang, den ich kenne. Ich würde mal sagen, es steht gar kein Datum drauf. Das ist natürlich schade, aber ja, also ich merke eindeutig, wie in mir die Lust auf Kehrwoche hochkommt. Dafür reicht jetzt natürlich hier die kleine Dosis nicht. Die Dosis in der Dose. Um das wirklich dann, dass ich das wirklich auch auslebe. Aber kurz habe ich so die Bilder vor mir gehabt. Ich müsste jetzt den Besen schwingen und durchs Treppenhaus feudeln. Würzig Motoröl. Na, das ölig. Feinstaub, der war eindeutig. Also diese Motorengeruch, Abgasluft, die war deutlich wahrnehmbar. Der fruchtig Trollinger. Ich hätte jetzt eher gesagt, das ist eher Richtung Lemberger oder Trollinger-Lemberger. Haberschlachter Heuchelberg, kann Stadter Zuckerle. Das. Ja, eindeutig. Herb nach Malz. Ja, das soll wahrscheinlich die Bierluft mit, aber nee, das riecht bei den Brauereien in der Nähe deutlich, beim Dinkelacker deutlich stärker. Das nicht ganz so gut abgestimmt. Pringelt nach Mineralwasser. Nee, das ist jetzt auch nicht so. Baustaub, Waldluft. Also die Waldluft kam hier auch ein bisschen zu kurz. Also hier ihr Abfüller von der Stuttgarter Luft. Also ja, es ist ein gutes Erlebnis, aber die an der Mischung noch ein bisschen, die könnte noch ein bisschen ausgewogener sein. Also nicht alle Aromen sind hier eindeutig wahrnehmbar, aber liegt vielleicht dann doch auch an meiner Umgebung. Vielleicht habe ich es nicht ganz perfekt abgedichtet. Ja, also das ist mein Fazit. Stuttgarter Luft, wer eine Nase nehmen will, es lohnt sich eher,
würde ich sagen, für Expatriates, also für Leute, die mal in Stuttgart waren, so ein bisschen Erinnerungen wachrütteln. Und ja, das war's von der Jubiläumssendung. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen Spaß gemacht, auch wenn es diesmal ein bisschen ein anderes Format war. Und ja, liked mich gerne in Zukunft weiter, lasst Kommentare da. Und natürlich, bitte, bitte abonnieren, damit der Kanal hier weiter wächst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.